Ja, Freunde, hier wieder zurück bei den Sims mit einer neuen Boomer Show. Ich hab's zurückgeschafft nach Verona Will, ja. Und wie schon gesagt, wir müssen uns jetzt welche aussuchen. Das passiert hier. Der ladet mir jetzt da ein paar Charakteren rein, was man denn gern spielen möchte. Ja. Ihr seht, kann man hier schon welche aussuchen mit Kinder. Ja, mit einem heranwachsenden Jungen. Ja, die haben jetzt 20, gute 20.000 auf der Hand. Ja, dann haben wir hier die, gut, ich kann das ja vorlesen, die Montys. Der kürzlich verwitwete Antonio muss seinen Job im Familienrestaurant aufgeben, um seine Zwillinge Beatrice und Benedikt mit seinem Ersparten aufzuziehen. Er könnte aber auch weiter in seinem geliebten Job arbeiten und eine Hilfe einstellen. Und welche Rolle spielt er in der Familienfehde, der seiner Frau möglicherweise zum Opfer gefallen ist? Ja, das ist praktisch der Mann und zwei Kinder. Ich habe mich da ein bisschen verschaut. Ich habe gedacht, das Mädchen wäre Frau, aber na gut, man kann es ja mal verschauen. Die Familie Kappe, Rita und ihr Mann Erich, sind mit ihrer Karriere beschäftigt. Aber Bianca Monti Interesse an Ritas Bruder, Kent, hält den Haushalt in Atem. Wird Kent den Mut haben, die Vendetta zu stoppen? Ja. Da haben wir die Monty, da haben wir die Kappe und dann haben wir nochmal Kappe. Da, wie ihr seht, da ist schon Familie und dann, ich glaube, vier Kinder. Gerdas Mann Albert wollte immer eine große Familie und die hat er jetzt. Werden seine Nachkommen die Kappe-Tradition fortsetzen oder werden sie das Familienunternehmen in den Ruin treiben? Da haben wir jetzt dann nur einen Monty. Bianca Monti ist glücklich, endlich ihr eigenes Leben zu leben zu können. Doch wird sie jemanden finden, mit dem sie eine eigene Familie gründen kann? Rosengarten. Tim und Tom sind die Gründer von Dognacci Tech und somit die Erfinder des psychischen Hundetraining. Durch mentale Disziplin zusammen haben sie bewiesen, dass Sims und Hunde gemeinsam erstaunliche und inspirierende Dinge zustande bringen können. Wen haben wir da? Vagabund. Zwei Hunde. In einer Welt voller Konflikte, wer hätte da gedacht, dass diese beiden sich so sehr ineinander verlieben würden? Obwohl sie heimatlos sind, sind Strolch und Queenie nun schon seit vielen Jahren zu unzertrennlich, aber Queenie wünscht sich ein besseres Leben für ihren zukünftigen Nachwuchs. Daher sucht die beiden einen Platz, an dem sie sich niederlassen können. Ottomas. In Großfamilie gibt es viel Liebe, aber auch eine Menge Arbeit. Vor allem, wenn mehr Babys unterwegs sind. Wird Großmutter Hilfe ausreichen, um diese Familie zu managen? Ist die schwanger? Habt ihr das gesehen? Oh, Thomas? Die Alte ist doch schwanger. Die Oma. Oder meine ich das bloß? Ja, okay. Weiter. Antonini. Sandro und Alina lieben sich und wollen ihr Leben miteinander verbringen. Werden sie sich in der hübschen Stadt Auenhausen niederlassen oder irgendwo anders ein Zuhause finden? Wir sind doch in Verona, will. Na gut. Wandervogel. Nachdem Michael eine firmenreife Karriere hingelegt hatte, bemerkte er plötzlich, dass es mehr im Leben gibt als immer nur Arbeit. Er entschied, sein kleines Vermögen in Reisen mit seiner Familie zu investieren und die Welt zu erkunden. Die Picasso. Matthias und Jessica haben sich gesucht und gefunden. Doch wo sollte jetzt nach ihrer Hochzeit leben? Sollten, sorry Leute,
Sollten Sie jetzt nach Ihrer Hochzeit leben? Sollten Sie sich besser auf die Karriere konzentrieren oder zuerst eine Familie gründen? Spaß, Bremse. Nachdem sein bestes Rezept von seinem Rivalen Sebeste Cousin gestohlen wurde, beschloss Julien, seine Zelte abzubrechen und anderswo einen Neuanfang als Meisterkoch zu wagen. Neumann. Nach dem frühzeitigen Ableben ihrer Adoptiveltern stehen die Neumann-Kinder vor einer schweren Wahl. Sollen sie sich wieder trennen und alleine irgendwo anders eine neue Familie finden oder ihre ungewisse Zukunft gemeinsam bestreiten? Können sie sich gegenseitig den Halt und Schutz bieten, den ihnen die Adoptiveltern gegeben haben? Die Kreimers. Alle Zelte abbrechen und in eine neue Stadt ganz von vorne anfangen. Das war schon immer Noahs Traum. Maria liebt ihn über alles und würde ihm bis ans Ende der Welt folgen. Doch wo werden sie landen? Schaffen sie es, an einem Ort glücklich ihr Glück zu finden? Die Gacht, die Familie Gacht. Nach einem erfüllten und wunderbaren Leben in ihrem Heimatstadt haben sie sich die Gachts nun aufgemacht. Die Welt zu entdecken, werden sie das Abenteuer finden, nach dem sie suchen. So, wen haben wir da? Die Gike. Die Gikes sind schon komische Leute. Sie bleiben am liebsten für sich und interessieren sich nur für die neuesten technologischen Entwicklungen statt für andere Sims. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Genau. Kann Gott diesen Kreislauf durchbrechen? Wen haben wir da? Die Larson. Die Zwillinge Judith und Joachim sind zu Hause ausgezogen und wollen nun ihr Glück im wirklichen Leben versuchen. Dank der mehrtägigen Partys, die sie in der letzten Zeit geschmissen haben, haben sie genug Geld angehäuft, um ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Aha, okay Leute. Was oder wen nehmen wir? Ich wäre ja eigentlich für den Koch. Der wäre schon mal Koch. Der hätte also schon mal gewisse Vorzüge. Aber was ist, wenn wir unseren eigenen erstellen? Also das tue ich mir nicht an. Das ist mir zu heftig. Da reicht mein Wissen nicht aus, um das zu stemmen. Bei denen weiß ich es auch nicht, dass die so Fäden haben. Ja, weiß ich nicht. Die Alten, die wir nicht mehr lang zum Leben haben. Ich glaube auch nicht, dass die schwanger wird. Ha, Leute. Ich glaube, ich nehme den Koch. Genau. Ilse, böse, keiner will sie, kam der Koch, nahm sie doch, weil sie so nach Knoblauch roch. Zu verkaufen, 79. Was hat er jetzt auf der Backe? Was haben wir gesagt? Was hat er auf der Backe? 27.000. So, da haben wir natürlich immer Häuser hier. Also auf der anderen Seite haben wir die Luxusvillen. Ja. Da haben wir die Montys, ganz gefährlich, haben wir ja schon rausgefunden. Zu verkaufen, das wird bloß der Wasserturm sein oder was, keine Ahnung, oder Park oder, ja. Da haben wir jetzt noch Baugrundstück, das kann man gar nicht kaufen, das kostet 50.000, das kostet außer viel, sagen wir jetzt mal. So, und hier kann man gar nichts kaufen. So, dann drehen wir uns einmal um. Und dann haben wir hier eigentlich schon unser Hauptding. Hier haben wir die Kappe und hier ist der Sommertraum. Das kann man nicht kaufen. Ist alles zu teuer. Also nicht kaufen, aber zu teuer.
Für uns, wir können nur auswählen zwischen dem hier und dem hier und dem hier. Zu verkaufen, zu verkaufen, zu verkaufen. Okay, das heißt zu teuer. 14.000, jetzt gehen wir ein bisschen zurück und gut, die Landhausstil oder was das da sein sollte. Ja, schaut immer ungefähr gleich aus. Aber das wäre doppelstöckig. Ja, um vielleicht um Familie und so. Ja. Das kostet 14.000, aber gibt es da gar keine Info oder so? Quadratfläche, Quadratmeterfläche und so. Na gut, das kostet 23, das könnte man auch noch kaufen. Aber dann hätte man vielleicht nicht mehr nichts mehr zum Einrichten, weil die Einrichtung müssen wir natürlich auch mit berechnen. Ja, was haben wir hier? 26, 12. Gucken wir uns mal das 12.000 teure Haus an. Okay, das schaut mir recht klein zu sein. Wieder rüber schaut zum anderen. Aber ich glaube, wir nehmen das. Das für 13.000. Knapp 13.000, ja, ich runter mal ein bisschen auf hier. Und wir ziehen dann da ein. Soll die Familie Spaßbremse hier einziehen? Ja, sollst du. Jetzt ladet es rein. Wird dann auch soweit sein. Und dann geht's eigentlich schon los mit dem Spielen, Leute. Möchte gar nicht so lange ruhig sein, weil sonst heißt immer, man soll in einem Let's Play immer reden. Ne? Gut, an dem soll es bei mir gar nicht scheitern am Reden. Und jetzt geht's auch schon los. Da guckt wieder die Vögel an. War wahnsinnig. Guck das an. So, wie wir sehen, ist in dem Haus gar nichts. Null. Niente. Nothing. Keine Küche, kein Dings, kein. Oh, Mama. Was habe ich mir da angetan? So, im zweiten Stock haben wir wenigstens ein Bad. Ja. Und ich denke mal, dass wir mit dem Bad dann auch gleich anfangen. Dass das wenigstens. Weil dann machen wir hier Bad rein. Machen wir jetzt ja schon mal ein Bad rein. So. Dafür Kati aber hier. Machen wir einen Cut. Dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich will nicht weiterspielen, ich warte auf euch. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.